Leute, was geht ab? Wir müssen uns vor dem bevorstehenden Unheil schützen. Und zwar die bösen Russak und SU probieren uns anzugreifen und uns fertig zu machen, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Ich sag euch ehrlich, ich hätte das von SU auch niemals gedacht, dass er so ehrenlos ist und einfach, ja, keine Ahnung, die ganze Zeit hier gegen uns fighten will und alles. Ich check nicht, warum er nicht mehr mit uns reden will, Leute. Naja, gut, okay, was soll's. Wir müssen das irgendwie alles wieder in Reine bringen. Und dafür sind wir die Nether Guards, Leute. Die Insel vor Unheil beschützen. Das sieht man auch, Leute. Nämlich das Auge auf dem Schild heißt nämlich, wir beschützen die Insel, Leute. Wir sehen alles, was auf der Insel abgeht. Wir sehen jeden auf der Insel. Und der, der sich nicht an die Inselregeln hält, ja, der wird halt zur Rechenschaft gezogen. Und so ist es halt mit Russik, Leute. Es muss überall Regeln geben. Und Russik hat die Regeln gebrochen. Und dafür sind wir da, Freunde. Dass die Leute die Regeln... Weil überleg mal, wenn es keine Regeln gibt, dann macht jeder, was er will. Und SU arbeitet mit Kriminellen zusammen. Und deswegen ist das eigentlich schon strafbar, auch von SU. Das Ding ist, bisher haben wir ihn noch so ein bisschen verschont und wollten ihn noch nicht killen, alles drum und dran. Aber die Situation langsam wird immer ekliger. Und ich hoffe, dass SU langsam zur Besinnung kommt und checkt, was er da überhaupt macht. Freunde, ihr müsst uns da wirklich supporten. Und ich will einfach den alten SU wieder zurück, mit dem wir Fortnite gespielt haben, alles drum und dran, aber irgendwie checkt ihr das nicht, ich verstehe es auch nicht. Wir müssen jetzt jedenfalls zu einer Außenmission, und zwar wir müssen zu einem Nether Guard Anwärter hinfahren, und zwar zu Amir, Leute. Nämlich, ich sag euch ehrlich, Amir sehe ich auch als sehr, sehr stark Verbündeten. Das Ding ist nur, Amir muss full Netherite sein und er muss natürlich die Prüfungen bestehen, die wir für ihn haben. Das werden wir natürlich alles zusammen mit Max machen. Ich hoffe, dass das alles so passt. Wir werden jetzt erstmal hinfahren zu ihm. Nämlich, er hat eine Überraschung zu mir, hat er gesagt. Und ich bin gespannt, Leute, um was für eine Überraschung es sich hierbei handelt. Ey, guck mal hier, das Haus hier, Leute, ne? Das hat ja auch alles Russak gemacht. Ich check gar nicht, warum die Leute Russak so in Schutz nehmen. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin auch ein bisschen enttäuscht von den Leuten. Bro, er hat Amirs ganze komplette Haus hochgejagt. Hat seine komplette Farm hochgejagt. Hier war alles kaputt gewesen. Und, ah, Amir hat sogar einen Villager. Geil. Bro, ich habe gerade auch noch mal den Leuten erzählt, dass die nicht checken, Bro, was Russak alles gemacht hat hier bei dir. Ja, ist auch immer gewöhnt. So. Ja, guck mal hier, Bro, die haben das Haus... Ey, dass die Leute das auch noch meinen, dass SU der Gute ist. Ich kann das nicht mehr hören, Bro. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Ich sag, weißt du, das Ding ist? Weißt du, das Ding ist? SU weiß davon allem hier. Bro, er weiß... Ja, SU weiß, Russak hat den Hund erledigt. War im Alpha-Clan gewesen, hat uns über mehrere Wochen terrorisiert. Bro, hat dein Haus hochgesprengt, hat bei mir TNT gezündet. Also, sorry, aber... Ja. Wie kann man sowas supporten? Sag's mir bitte. Sag mir bitte. Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Bro, das ist. Aber weißt du was? Ja. Ich hab was mir gedacht, Stani. Und zwar. Ja, ich hab schon gehört, das ist eine Überraschung für mich. Guck dir den mal an hier. Klick mal auf den. Oh mein Gott, für. Nein! Weizen auch, Bro? Weizen auch, alles. Weizen, Karotten, was du willst. Bro. Und jetzt komm mal mit. Nein, das. Was? Der hat Äpfel? Für einen Emerald? Ja. Kriegst du auch 4 Äpfel für, ne? Bro, oh mein... Ich hab ein Geschenk für dich, für die Nether Guards. Warte, warte, Bro. Ich bin gerade echt sehr überrascht, Bro. Weil das ist big, Bro. Das ist wirklich big. Man muss ja nur ganz viel Dings an bauen. Mohrrüben. Und dann kriegt man ja... Guck mal hier, Bro, wie viel Emeralds ich schon hab. Und nebenbei kann man ja auch Weizen anbauen. Das ist ja ultra stark. Okay, weißt du was, Amir? Stani! Oh, ich hab mein Tribut für die Nether Guards. Komm mit. Zeig mal. Bro, ich hab gerade 64 Stacks Apple geholt. Ja, hier. Dann kriegst du nochmal 32 und nochmal 64 dazu. Oh mein Gott, Bro, hast du eine Werkbank? Hast du hier eine Werkbank? Ich glaub, ja, im Haus da. Wie, das ist dein Tribut, Bro, für die Nether Guards als Spende oder was? Ja, natürlich. Bro, ich sag dir ehrlich. Die Nether Guards sind für das Gute da. Wenn ich das den Nether Guards erzähle, Bro, ich sag dir ehrlich, ich glaube, die werden überzeugt sein. Ja. Außerdem habe ich noch was vor. Ja, was denn? Schau mal, ich habe heute den ganzen Tag gefarmt. Guck mal, was für Blöcke ich gefarmt habe. Netherziegel. Oh. Ich will Nethergard Tower bauen, um die Götter zu beschwichtigen und dass die mich mögen. Bro, das ist sehr nice, Amir. Also ich kann dir gleich eine Stelle zeigen, wo du schon mal anfangen kannst zu bauen. Nämlich das war auch der Plan von mir und Max gewesen. Wir wollen ein Imperium für die Nether Guards schaffen, Mann. Ah, ja, aber dass wir die Insel endlich wieder sicher machen können. Bro, aber Ami, du musst unbedingt auch zusehen, dass du mal Netherite full kriegst, ne? Mach ich. So, ich meine hier noch eine kleine Spende. Bro, wir müssen nochmal 17 Leder.
Leute, Alter, Army dreht ja komplett durch hier. Bro, ich mach gerade hier noch richtig viele Gold. Ich habe jetzt 35 Goldäpfel. Boah, Bro. Geil. Wir werden keinen Kampf mehr verlieren. Nein. Das ist klar, ne? Bro, die Leute checken das auch nicht, warum Essie so gut ist. Der hat einfach nur Goldäpfel gehabt die ganze Zeit. Ja, der benutzt die ganze Zeit nur Goldäpfel. Bro, ich habe jetzt 36 Goldäpfel. Holy moly. Und die werden wir nachher alle bei dem Nether Guards, werden wir da so eine Truhe machen, wo jeder drauf zugreifen kann. Ey, ich sag dir ehrlich, das ist zu geil. Das, ey, dass der... Warte mal, ich guck mal kurz, ob der noch ein paar Morin gleich annimmt. Ey, geh zurück in deinen Ort. Oh nein. Der ist ausgebrochen. Warte, ich will noch ein paar Morin verkaufen. Warte. Geh dich hin. Schieb den zurück. So, Bro, dann kann ich auch mit Weizen herkommen, weil ich habe noch übelst viel Weizen auch noch. Ich habe doch hier... Guck, mach mal die Truhe hier auf. Diese Knochen. Ja, Knochen. Nimmt ihr auch Knochen an? Nein, aber guck mal hier, hier habe ich eine Mohrrübenfarm und drüben habe ich eine Weizenfarm. Ach so, stimmt, da kannst du ja Knochenmehl draus machen und kannst die schneller wachsen lassen. Guck doch, die sind wieder alle ausgewachsen. Das heißt, du kannst fast wieder ausgewachsen. Dann machst du alle ab, dann gibst du dem die Mohrrüben, dann pflanzt neue an und machst ganze Knochenmehl drauf. Ah, Bro, das ist ja unnormal. Ich habe auch noch so, weißt du, wie viele Knochen ich noch bei mir zu Hause habe? Ja, ich habe ein paar von dir mitgeholt. Bro, da können wir unendlich, da brauchen wir nur extrem viel Gold für die Goldäpfel. Ja, das ist das Einzige, was wir noch brauchen. Du, ich sag dir ehrlich, dann schnappt ihr mal immer hier regelmäßig die Emeralds. Das ist ganz wichtig, weil dann können wir uns ein paar krasse Verzauberungen holen. Ja, das ist ja mein Plan. Ey, da haben wir ja wirklich jetzt Essen hier. Da kann ich ja normale Äpfel jetzt auch essen hier. Ey, wir können so viel Goldäpfel machen. Okay, komm mal mit, Armin. Ich zeig dir mal, wo wir unsere Netherite Guard Festung bauen. Wo du gerne schon mal anfangen kannst. Da warte ich den ganzen Tag schon drauf. Ey, Bro, das wird zu krank. Ich sag dir ehrlich, wir werden da in der Mitte ein riesen Haus bauen, ein riesen Schloss bauen für die Netherite Guard. Das wird unsere Festung sein, wo wir die Insel mit kontrollieren, Alter. Und jeder, der uns angreifen wird, der wird platt gemacht. Bro, wir werden die Festung auch so bauen, dass sie uns gar nicht angreifen können, ne? Ja. Und weißt du was? Sag mal. Meine Farminsel spende ich dann für die Nether Guards. Alles, was ich da mache, geht für die Nether Guards dann. Boah, Bro, das ist auf jeden Fall ehrenhaft, ey. Ja. Armin, wann denkst du, wann du Netherite-Fool hast? Ich gehe morgen mir Netherite besorgen. Gehst du morgen fertig besorgen? Ich will morgen fertig besorgen. Bro, ich sag dir ehrlich, SU, der Dieb, hat mir einmal einen Netherite-Barren geklaut, ne? Oh, nein. Ja, sonst hätte ich dir den gegeben, Bro. Er hat mir einen kompletten Barren geklaut. Der 31er. Und der soll gut sein, Ich kann's auch nicht mehr, Bro. Die Leute schreiben bei mir die ganze Zeit in die Kommentare, ich bin der Böse, aber ich, Bro, die checken's irgendwie gar nicht. Wir sind gar nicht die Bösen. Okay. Wir sind die. Armin, dann sag mir mal eine Sache, die wir böse gemacht haben. Wir waren immer korrekt, wir haben immer nur alles reagiert. Wir wurden immer angegriffen. Bro, kein Kampf haben wir angefangen. Ja, außer gegen Alpha-Clan hat der auch uns angegriffen, alles. Wollte ich gerade sagen. Der einzige Kampf, den wir vielleicht, wo man sagen kann, angefangen gegen Rustik, aber der hat so viele Tiere auf dem Gewissen. Ja, klar, den Kampf gegen Rustik haben wir aber auch nur angefangen, weil er Paulberger umgelegt hat. Ja, und also, meine Tiere auch noch. Ansonsten hätten wir nicht mal gegen den gefightet, aber ja gut, die Leute checken es irgendwie nicht. Weil wir müssen hier vielleicht mal einen Aufzug hochbauen. Das könnten wir überlegen. Mit Seelensand mach ich einen. Ja, aber ich muss nur mal gucken, wie wir was machen. Aber eigentlich gar keinen Aufzug, weil die Leute... Versteckten vielleicht. Ja, vielleicht versteckt, weil die Leute nutzen den dann auch, weißt du? Ja. So, Bro. Und Verstecken mit so Pistons, Sticky Pistons da, wo die geklebt sind, weißt du, wo man erst drücken muss. Ja, das wäre geil. Also wir haben auf jeden Fall hier, guck mal hier auf diesen ganzen, da ist ja der höchste Berg der YouTuber-Insel. Ja. Und wir wollen eigentlich in der Mitte, wollen wir so eine Plattform bauen, die verbunden ist mit allen Bergen, weißt du? Ja. Somit, wir werden auf jeden Berg so einen Aussichtsturm bauen. Wir müssen mal irgendwie hier hochkommen. Dann zeige ich das mal, was hier der Plan ist. Boah, das wird zu fett auf jeden Fall werden. Ich werde auf jeden Fall einen Turm hier hinbauen. Leute, das werden wir übrigens auch am Sonntag im Livestream bauen. Also seid am Sonntag gerne mit dabei. Da werden wir das live im Stream bauen. Und wir haben am Sonntag nehmen wir nämlich die Zeitbeschränkung raus, ne? Ja. Also für den ganzen Tag bauen können. Genau, für die... Hä? Candies, hier liegt doch Candy. Diese Opfergabe von Candy, die können wir da liegen lassen. Und zwar, okay. Bro, Plan war gewesen, wir bauen hier auf jeden Berg einen Turm. Ja? Und in der Mitte hier unten, Bro, machen wir dann so eine Insel, Festung, wo wir dann eine richtige Festung drauf bauen. Ja. Ich überlege, soll ich einen Turm da über Max seinem Haus, also ein kleiner Mini-Berg, da drauf bauen? Ja, das wäre schon mal geil, dass du schon mal sehen, weil was da abgeht. Weil das ist der, den jeder YouTuber auf der YouTuber-Insel direkt sehen wird, weil immer von da sind ja alle. Ja, und da haben wir auch einen guten Überblick, falls sie uns angreifen wollen oder so, weißt du? Ja, und da können wir auch Bogen schützen. Bro, das wird zu krank, Junge, wir werden hier eine richtig kranke Festung bauen. Willst du heute schon direkt loslegen oder was, Amir? Ich lege jetzt direkt los. Okay, sehr gut, Alter.
Vielleicht sollten wir auch eine Farm hier oben nach verlegen. Geht das überhaupt wegen dem Schnee? Ja, ne? Sollte gehen. Aber obwohl Farm wäre, können wir ja auch hier hinlegen. Okay, Armin legt jetzt anscheinend... Welche Farm meinst du? Aber Essen brauchen wir, haben wir eh genug. Brauchen wir gar nichts. Ja, so eine Änderung. Aber das können wir da vielleicht mit integrieren oder so. So, ich werde mal gucken kurz, ob Candy da ist. Willst du mitkommen oder was? Ne, ich fange direkt an zu bauen. Ja, okay, Armin, hau rein. Ich Für die Desert Guards! Für die Desert Guards! Leute, wie geil ist das? So, jetzt guck mal, wo Candy ist. Candy, rauskommen! Der Netherite Guard ist da. Nämlich heute wird es ja soweit sein. Candy hat uns ja einen eigenen Netherite Guard Song gemacht. Ich bin wirklich gespannt, wie der geworden ist und wie er sich anhört. Ey, Alphastein, was machst du denn hier, Alter? Ich war kurz weg gewesen. Ich warte auf Candy hier. Ich wollte gar nichts machen. Hast du mich angegriffen gerade? Bleib mal kurz so stehen, okay? Ja, ich bleib so stehen. Was ist denn los, Alphastein? Gar nichts. Aha, ist nichts los, ja? Ja? Angriff! Hä? Bro, was machst du da? Ich weiß nicht. Warum setzt du dich selber in Brand? Bist du bescheuert oder was? Irgendwas hält aber... Sorry, jetzt du singst du mich an. Willst du Krieg anfangen? Nein, hier. Kriegst einen Goldapfel. Sorry. Oh, okay. Ich wusste ja nicht, dass du so low bist, dass du... Ich dachte, du bist stärker irgendwie, hä? Nein, Mann, einfach gerade ist schwach geworden, die gibt's nicht mehr. Ja, aber du bist mit einem Schlag down gewesen gerade. Ja, ich weiß. Alphastein, Alter, du musst uns endlich bei uns anschließen, dich, Mann. Ja, was muss ich damit tun? Hast du denn Interesse, dich bei uns anzuschließen? Ja, will ich. Willst du das wirklich? Ich will euch beitreten, die Netherite Guards! Die Netherite Guards! Ja, okay, pass auf, Alphastein. Da müsste ich erstmal mit Max reden. Ist Max gerade da? Nee, Max ist gerade nicht da. Oh mein Gott, die Bösen sind da. Essio ist da, pass auf. Essio ist da. Ja, ja. Der ist auf dem Server auf jeden Fall. Mit dem muss ich eigentlich auch noch reden. Nein, du. Hä, bist du verrückt oder was? Du kannst doch nicht mit dem reden. Ich wollte nur verhandeln und so, du weißt, Wie verhandeln, Alphastein? Lass das sein, Mann! Ich bin natürlich bei euch, Freunde. Ja, Bro, dann dürfst du aber nicht mit Essio reden, weil Essio will die Insel zerstören. Checkst du das nicht? Hä? Bro, der ist mit einem Kriminellen unterwegs, mit Russak. Okay. Russik war mein Bro. Irgendwie kann ich das Russik nicht zutrauen. Russik hat den Hund von Max umgebracht. Oh, okay. Ja. Bro, und der hat Amis Haus gesprengt. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich glaub das nicht. Ja, warte mal. Pass mal auf. Ich werde gleich Max holen und dann können wir es entscheiden, Alter. Oh oh. Okay, bist du bereit? Ja, bin ich. Gut, okay. Ich werde gleich Max holen und dann werden wir das entscheiden. Bis gleich. Oh oh, okay, bis gleich. Komm in 5 Minuten wieder. Yeah. Okay, Leute, wir werden jetzt gleich mal Max holen. Ich hoffe, der ist da. Und dann werden wir das entscheiden, wie wir mit Alphastein umgehen. Ey, Alphastein wäre starker Verbündeter. Leute, ich konnte Max nicht finden. Er ist auch nicht bei unserem Altar. Ich weiß nicht, wo er gerade ist, aber vielleicht ist er einfach gerade unterwegs und farmt irgendwie. Wir werden ihn auf jeden Fall gleich suchen und dann werden wir die Entscheidung mit Alphastein treffen. Aber ich denke mal, Alphastein ist ja auch gut geworden und er will sich ja auch für die Insel einsetzen. Er hat seine Strafe bekommen, Leute. Und ich sag mal so, jeder macht mal Fehler und dann sollte man auch jemanden verzeihen. Sowas wie Alphastein und... Bro, der erste Wachturm sieht ja unnormal geil aus, Leute, den Armin da gebaut hat. Richtig nice. Ey, das ist ja, ey, ich sag euch ehrlich, wenn wir hier dieses ganze Gebiet ausgebaut haben, das wird so fett aussehen. Wir werden ja komplett alles übernehmen und ich hoffe, Candy ist jetzt da, weil ich will jetzt langsam mal hier den Netherite Guard Song hören. Ah, Bro, du brauchst mich doch nicht veräppeln. Ah, okay, okay, stand ich. So, bist du bereit? Oh, heute ein bisschen kochen hier. Hä? Was machst du? Hör auf mit dem Feuer hier! Ich hoffe, du hast den Song fertig. Also es ist so eine Sache mit dem Song. Weil hier, ansonsten, guck mal, was dir passiert, Candy. Okay, Stand, okay. Okay. Warte, bist du bereit? Ja. Hast du den Song oder was? Lass mal rausgehen, den hören. Weil ich will mich nämlich auf mein Pferd setzen, auf Knochi setzen. Ich will mich auf Knochi setzen, wenn wir das den Song hören. Knochi? Auf Knochi heißt er, ja. Oh Gott,
Ja, so mit dem Song ist so eine Sache, Stani. Ich hab den nicht. Tschüss. Oh, Alter, bleib stehen, Candy, Junge. Nicht mit meinem Pferd. Bleib stehen, Junge. Okay, ich bleib stehen. Okay, okay. So, wir gehen jetzt da zu der Burg, Junge. Und dann will ich den Song hören. Zu meiner alten Burg. Ich hab ihn noch gar nicht gesehen, seitdem das kaputt gegangen ist. Oder hier vor Timmys Haus hier. Wollen wir mal bei Timmy klauen, Alter? Was wollen wir denn klauen? Ich klau doch nicht bei Timmy, nein. Doch, lass mal gucken, was der hat, Alter. Nein, wir klauen doch nicht. Ja, nein, aber die Nether Guards klauen auch nicht. Ja, weil wir sind für das Gute auf der YouTuber-Insel da. Das glaubst du auch wohl selber nicht. Dann Alter, Candy, sei nicht frech, sonst kriegst du gleich Dinge mit dem Schwert ab, Junge. Ja, okay. Boom. Oha, vom Pferd runter? Ja klar, vom Pferd runter. Alter. So, wo ist jetzt der Song? Du hattest 24 Stunden Zeit. Ja, also ich sag mal so, der Song, Und ich hab auch noch eine kleine Aufgabe für dich danach. Aufgabe, okay. Ich würde sagen, wir gehen mal auf mein Dach erstmal hoch. Ja, weil zack, ich will aber hier auf... Mach hier auf, ich will auf mein Pferd reiten. Oh, Alter, jetzt lass das Pferd hier los. Hör auf, das ist mein. Das ist mein Pferd. Ich hab's zuerst gesehen, Bro. Du kannst bei mir in den Aufnahmen gucken. Aber ich hab's gefangen. Weißt du, wie schwer das war? Was war denn daran? Du musst einen Sattel drauf machen. Was laberst du? Nein, du musst das zählen, musst Vertrauen gewinnen und alles. Ja. Also, Stani, ich hoffe, du bist bereit für den Netherite Guard-Song. Ja, ich hoffe auch, dass du bereit bist. Weil dann könnten wir eventuell... Guck da oben, Candy. Wir werden beobachtet. Ach so, ja, das ist erstmal hier ein Wachturm, ne? Bro, das ist hier, das wird jetzt hier langsam alles ausgebaut, Candy. Du musst dich jetzt mal für die richtige Seite entscheiden. Wenn du dich für die falsche Seite entscheidest, dann ist dein Gebiet hier gleich bald kaputt alles. Dann wird Essio das zerstören. Essio jagt dich, Bro. Checkst du das nicht? Soll ich dir nochmal aufzählen, was Russak alles gemacht hat? Haus von Armin zerstört. Okay. Dein Haus wird wahrscheinlich das nächste sein. Hund, Bro, niemand... Alphastein hat seine gerechte Strafe bekommen, aber Russak hat sich noch nicht gestellt und der muss sich erstellen. Und SU nimmt einen Kriminellen in Schutz. Ich höre jemanden, warte mal. Ey! Max, Alter. Hallo, mein Netherite-Guard-Freund. Hallo, Netherite-Guard-Kollege Max. Ja, was geht? Wo ist dein Schild, Bro? Wie kannst du denn ohne Schild rumrennen? Zeig dein Schild. Was machst du denn Bro, hier gerade? Bro, ich hab grad Candy erzählt. Ich muss Stani was zeigen, das geht dich gar nichts an, ein Crime, ey. Dass wenn er hier weiter so macht, wird Russak wahrscheinlich bald sein Haus hier als nächstes hochjagen. So wie Amirs Haus, das Bro. Das kann sein. Boah, was wird denn da oben gerade Bro, gebaut? Das ist der erste Wachturm der Netherite Guards. Alter, wie nice ist das denn? Sieht voll gut aus. Wir werden hier überall Türme bauen. Ich muss kurz mit dem Netherite-Gott sprechen, ja? Bro, Max, ich muss gleich auch kurz mit dir einmal sprechen. Warte mal, mach das jetzt, weil ich muss weiter. Ich habe nämlich nicht viel Zeit heute. Bro, Alphastein wollte mit uns nachher noch kurz reden. Ach, okay, ja klar. Können wir gerne noch später mit ihm reden. Bist du gleich in der Nähe oder musst du jetzt weg? Das kommt drauf an, was der Netherite-Gott mir jetzt für eine Aufgabe gibt. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Was machst du denn? Bro, Goldäpfel, falls jemand Ärger macht. Alter, so viele? Bro, ich hab 22 Stück auch noch. Wir haben so viele Äpfel jetzt. Bro, und sammel, wenn du Gold findest, sammel auch immer Gold jetzt, ja? Ja, auf jeden Fall. Nehm ich mit. Okay, sehr gut. Okay. Bro, ich sag dir gleich... Warte gleich noch, mein Freund, bis Alphastein kommt. Wir müssen mit ihm reden. Okay, alles klar. Okay, warte noch kurz. Ich muss einmal mit Candy kurz reden und dann hören wir uns gleich, ja? Ja, okay. Warte kurz da hinten oder so, ja? Okay, Candy, ich bin bereit. Ja, okay, Stani, ich werde dir jetzt zeigen, aber bitte töte mich nicht, wenn es nicht gut ist. Ich sag dir nur so, Alphastein will ja uns auch beitreten, aber ja, gut, okay, fang an. Ja, okay, gut. Spiel ab. Oh, ich bin so gespannt. Oha, wo kommt das her? Jeder hat vor ihnen Angst, sie sind die Besten im ganzen Land und tragen Netherite mit den Schaden und stecken die Insel in Brand. Geil! Wow. Und sie kamen auch zu mir, ich war allein zu Hause und da ist es schon passiert. Ich greif euch niemals an, Mann, ich hab es kapiert, denn von jedem, der sie angreift, wird die Seele kassiert. Crimex, Stani, verbreitet Angst und Schrecken. Crimex, Stani, wenn ihr sie seht, müsst ihr rennen. Netherite Guards, sie kommen, um zu siegen. Netherite Guards, wenn sie kommen, müsst ihr rennen. Jeder auf der Insel legt sich nicht mit ihnen an, sogar der Alpha.
Ja, Mann! Oh mein Gott, Kenny-Juge! Hat vor den Nether ganz Angst, selbst wer es doch nicht hat, wird von Göttern bestraft und kriegt es bald beigebracht. Und sie kamen auch zu mir, ich war allein zu Hause und da ist es schon passiert. Ich greif euch niemals an, Mann, ich hab es kapiert, denn von jedem, der sie angreift, wird die Seele kassiert. Uns gehört die Insel! Stani! Ich konnte die ganze Zeit gar nicht sagen, Junge, weil ich den so geil fand, den Song. Bro, der war ja richtig Killer gewesen. Ey. Für die Netherite Guards. Ich sag dir ehrlich, Candy, hier. Hä? 22 Diamanten für dich. Oha. Das ist ein Geschenk der Netherite Götter. Und warte. Ich besorg dir was. Komm mit. Und komm mit, Candy. Komm rein hier. Wo bist du? Ja. Ja? Ja, komm mit, ich hab noch was für dich. Du musst die Diamanten gut verstecken, nicht, dass die dir wieder beklaut werden. Okay. Hier, dafür kannst du das Dings hier der Netherite Guards verwenden. Die Geheimhöhle. Geheimhöle? Okay, ja. Das ist die von iCrimex. Ja, das ist die von iCrimex. Aber ich sag mal so, du kannst das hier Ganze mit verwenden. Da hinten ist jemand, wer ist da hinten? Ah, das ist eine Dings, eine Chest liegt da hinten. Ich dachte gerade, aber die ist wieder von Timmy. Den Paul Berger. So, komm mal rein hier. Überall. So, Bro, hier, pack mal die in die Ender-Chest rein. Wie, soll meine Diamanten jetzt wieder hier reinlegen und Max seine Truhe? Nein, das ist deine Truhe, das ist eine Ender-Chest, komm her. Wie, meine, hab ich meine eigene Truhe ja, hier? Ja, hier, nimm noch die Diamanten, das ist eine komplette Dia-Rüstung, Alter. Ja. Was? Stani, hast du ein Lotto gewonnen? Wo hast du die ganzen Diamanten her? Ja, du musst jetzt aber full Netherite gehen. Full Netherite. Und ich, wenn du hast Gold, wo bist du? Wir brauchen viel Gold. Du musst Full Netherite gehen. Die Frage ist, haben dich schon mal andere Leute auf der Insel beschenkt dafür, dass du sagst, dass wir so böse sind? Nee, eigentlich habe ich noch nie Geschenke bekommen. Ich wurde immer nur beraubt und bestohlen. Ja, siehst du mal, wir sind gut zu jedem auf der Insel. Ja, gut zu jedem sind wir. Wir sind die Guten. Ah. Und Candy, ich habe noch was für dich. Hier, nimm mal das hier. Das ist deine alte Pickaxe. Candy Axt! Die hab ich doch ganz genau. Weißt du, wem ich die geklaut hab? Ezio hab ich die geklaut! Dafür wird er bluten! Dafür wird er bluten! Die Kriminellen! Ezio wird bluten! Ezio okay, wird Candy. Bluten! Sehr gut, komm, wir müssen weiter nach oben Pläne ausdingsen. Okay. Aber meinst du, dass Max auch der Song gefallen wird? Ja, ich glaube, Max wird der Song auch sehr gefallen. Aber du musst ihn auf jeden Fall abspielen. Das wird jetzt unsere neue Nethergard-Hymne werden. Hatte jemand schon mal so eine großzügige Diamantenspende gehabt gegenüber dir? Nee, bestimmt nicht. Nee, bisher noch nicht. Und du hast jetzt sogar deine Pickaxe wieder. Alter, und weißt du, was ich dir auch noch gebe, Candy? Hä, noch mehr? Was ist das jetzt? Das ist eine Glück 1 Pickaxe. Damit kannst du noch mehr Diamanten finden. Wenn ich jetzt eine Sache damit abbaue, so, kommen dann zwei raus? Ja, bei Erzen und Gold funktioniert das. Ah, okay. Hä, was ist nicht total selten, dass es verzaubert? Ja, das verzaubert. Du musst auf jeden Fall aufpassen. Hast du vielleicht hier noch Gold irgendwo? Nee, ne? Doch, na klar, warte schon. Du brauchst vielleicht richtig viel Gold, Alter. Richtig Candy viel Gold. Candy und Stani. Ich hab noch Habt ihr Alphastein zufälligerweise gesehen? Der war gerade noch hier gewesen. Alphastein! Leute, wie geht's euch? Alphastein, Alpha. Du musst mitkommen. Hallo, die zwei Gott, ihr seid richtig krass, Mann, ich feier euch! Alphastein, komm mit, du musst mitkommen. Ihr seid die coolsten auf der ganzen Insel! Ja, wissen wir. Oha, das hört sich nicht gut an. Max komm hat gerade mit den Göttern geredet. Ihr seid der beste Kleine. Die Götter möchten mit dir reden, Alphastein, komm mit. Wie? Was für Götter, was wollt ihr von mir? Die Götter wollen mit dir reden. Oh mein Gott! Alphastein, geh mit jetzt! Was? Wir werden angegriffen von SU seine Truppen! SU seine Truppen greifen uns an! Vorsicht! Achtung! SU's Truppen! Angriff! Netherite Guards! Wir werden euch auseinandernehmen! Bro! Das sind SU's Truppen gewesen! Das waren SU's Truppen! Alphastein! Hast du das gesehen?
Wo muss ich jetzt hingehen? Komm mit mir, ich werde es dir erklären. Warum? Wohin? Dani, verfolg du den Plan weiter, den dir Netherite Gott gegeben hat. Plan Nethergott. Ich will nicht mitkommen, wieso? Was habe ich getan? Ich werde mit dir reden. Oh, komm mit mir, ich werde es dir erklären. Was passiert da? Ja, das ist sehr, sehr krass, Candy. Da können wir nicht mit. Wie? Das ist eine Nummer zu groß für dich, Candy. Wo kam diese... Wir müssen herausfinden, wo die Angreifer herkamen. Hast du das gesehen? Bro, da waren schon die ersten Truppen, die wollten dein Haus hier fertig machen, Alter. Ihr habt mich gerettet. Der Netherite Guard Clan hat mich gerettet. Ja, wir haben dich gerettet, Bro. Hier, guck mal, was hier ist. Die kommen alle von SU, Alter. Oh mein Gott, Mann. Der hat die geschickt, natürlich. Warte, ist noch einer. Bam. Und ich, Stani. Alter. Stani, geht's dir gut, Stani? Ich nehm's für dich auf in Kauf, aber hier unten wird wahrscheinlich noch ein weiterer Angriff stattfinden. Stani, du bist echt ein richtig guter Freund und du warst doch immer ein guter Chef gewesen, Stani. Ja, natürlich, Alter. Weißt du noch die guten alten Autohauszeiten? Die Angreifer kamen von hier unten oder so. Warte, hier unten? Ja, ich glaube, die kamen von da unten. Candy, du musst dich auf jeden Fall jetzt für eine Seite entscheiden. Habe ich noch einen Tag Zeit, mich zu entscheiden? Ja, Bro, du musst Full Netherite dir besorgen. Lass meine Freunde entscheiden, was ich machen soll. Ja, lass deine Freunde entscheiden, aber deine Freunde sind auch gleichzeitig deine Feinde. Denk dran. Ich sag's dir, Candy. So, Leute, von wo kam gerade dieser Pillager-Angriff her? Wir müssen das herausfinden, weil das könnte sein, dass Essie die geschickt hat. Aber es würde uns nix, also ich habe keine Angst davor. So, Candy, was machst du da? Okay, ich bin ready, Stani. Wir werden jetzt besiegen. Hattest du jetzt eine? Ja, wo sind die? Ich dachte, die sind noch mehr. Hast du jetzt das Gold, Candy? Ich habe das Gold. 7 Goldbarren habe ich für dich. Ah, 7 ist ein bisschen wenig. Ja, okay. Dafür können wir einen Goldapfel machen. Ja, ist doch immerhin. Ja, komm. Das kann der sein, der uns rettet, der Goldapfel. Ja, ich geb dir einen, falls jemand Ärger macht. Und lass dich nicht immer so viel ärgern von den anderen hier auf der Insel. Ja, ich lass mir nichts mehr gefallen. Ja, Mann, ich merke richtig, die anderen schubst dich richtig herum und alles. Das hat jetzt ein Ende. Ja, das hat ein Ende. Guck mal hier, sogar einen Goldapfel kriegst du von mir. Damit bist du unsterblich, Candy. Oha. Ja. Werde ich jetzt direkt essen. Nicht direkt jetzt essen, in Gefahrensituation. Ach so, in Gefahrensituation. Okay. Ja, gut. Gut, Candy, ich bin sehr zufrieden mit deiner Arbeit, die du geleistet hast. Danke, Meister Stani. Du siehst die Netherite-Götter weinen. Das heißt was du Gutes. Du hast recht, es regnet. Ja, das war ein sehr guter Song gewesen. Die sind gerührt. Gut, Candy. Ich werde morgen zu dir kommen und werde deine Entscheidung erwarten. Ja, okay. Dann und ich hoffe, dass du dich für die gute Seite entscheidest. Okay, Stani, das machen wir so. Sehr gut. Auf Wiedersehen, Candy. Ciao, Meister so, Stani. Und jetzt werde ich auf die Jagd gehen und SU zerstören. Ihr meintet nämlich in die Kommentare, SU ist der Gute. Okay, Leute, dann werde ich jetzt zu SU gehen und dann werden wir doch sehen, ob der Gute ist. Mal gucken, wie er reagiert, Leute. SU wird nämlich so reagieren, dass er mich direkt angreifen will und er will mich zerstören, Leute. Mehr wird ihm nämlich nicht einfallen. So ist es nämlich auch schon die letzten Mal im Jahr gegangen. Ich wollte mit ihm reden, Leute. Er ist direkt auf uns los. Redet da immer irgendwas. Leute, SU redet auch immer so Hack-Mack-Zeug. Da sieht man gar nicht mehr durch. Ich sag euch ehrlich, ich werde jetzt da hinfahren, werde gucken, was da abgeht. Und dann werde ich es herausfinden. Reicht mir jetzt hier, Leute. Ich sag euch, ich werde auch ein paar Schilder hinstellen. Und das wird seine letzte Warnung sein. Hä? Bei SU ist ein Überfall, Leute. Was ist das denn? Ein Überfall. Okay, ich sag... Und jetzt, guck mal, jetzt so ehrenhaft, wie ich bin, Leute... Ich werde SU's Base als Netherite Guard verteidigen. Kostet es, was es soll. Und auch wenn ich meine ganze Rüstung verliere. So, guck mal, ich werde schon mal hier das ganze Getreide noch abbauen. Zack, 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 zack. Das werden wir alles gleich mal mitnehmen hier. So, ich brauche alles, Leute. Alles Getreide hier schön mitnehmen. Weil das können wir nämlich auch bei Amir. War das bei Amir für Emeralds eintauschen und auf jeden Fall für Äpfel. Deswegen werden wir das ganze Getreide mitnehmen. Und ich werde SU hier... Von dem Überfall natürlich hier. Ich werde hier alles für SU, Alter, regeln, Leute. Falls hier irgendjemand überfallen will, dann sollen die Gegner zu mir kommen, Leute. Ich sag euch ehrlich, da mache ich mir gar nichts draus. Boah, er hat aber schön viel Weizen hier. Das ist sehr nice. So, welche Leute wollen jetzt hier SU überfallen, Leute? Ich check's nicht. Wer will jetzt hier SU überfallen? Der soll jetzt zu mir kommen. Kommt raus, Junge! Wenn ihr euch traut. Naja, solange sie sich nicht trauen, ich werde hier noch ein bisschen Wache stehen. Und ich werde ihnen hier noch ein paar Schilder. SU, dir wird das Leben geschenkt. Guck mal hier, Leute. Wir haben SU sogar Zeichen gegeben.
dass er weiterleben darf, Leute, dass er alles machen darf, so wie er will, dass er keine Beschränkung hat, dass er sich uns anschließen kann, Leute, und dass er dem Guten beitreten kann, weißt du? Das ist halt das Ding, er kann dem Guten beitreten, er macht's aber nicht. Und deswegen, ich werde jetzt hier nochmal das so ein bisschen höher platzieren hier. Zack. SU, wir wollen nichts Böses. Russak, so, erstes Schild, soll nur seine Strafe bekommen. Es gibt Regeln für alle. So, zack, es gibt Regeln für alle, Leute. Überall gibt's Regeln. Wenn ihr so Ärger macht, wenn, guck mal, überlegt mal, ihr fahrt jetzt mit dem Auto oder ihr fahrt mit dem Fahrrad freihändig. Dann habt ihr eine Regel gebrochen und musst im Zweifel dafür eine Strafe bezahlen. Leute, so funktioniert das. Und Russak hat Regeln gebrochen, also muss er dafür eine Strafe bezahlen. Ich hoffe, du kommst zur guten Seite und siehst es ein. So, Leute, ich denke mal so, das ist nochmal ein gutes Zeichen hier für SU. Ich hoffe, er versteht das, dass er irgendwie mal, keine Ahnung, dass er einfach mal wieder zur Besinnung kommt und der Alte wird. Wir werden jetzt natürlich hier gleich noch die ganzen Sachen einmal nachpflanzen, dass SU hier auch sein Getreide hat, falls er hierher kommen sollte nochmal. Aber ich frage mich, wo dieser Überfall stattfinden soll, weil das sind ja diese Pillager. Und es könnte sein, wenn ich die gleich finde, dass wir vielleicht sogar ein Totem bekommen. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Ich hoffe, die kommen hier, tauchen irgendwann auf. Aber das Ding ist auch, was ich gehört habe, Leute, diese Pillager sind übelst buggy, dass die teilweise irgendwo rumhängen und so. Wäre ein bisschen schade. Gut, ich werde jetzt mal hier noch ein bisschen Ausschau halten und vielleicht sehen wir die Paulberger ja. Ah, guck mal, wer da oben ist, Leute. Guck mal, ihr wollt zu SU? SU ist einer von uns. Von den Netherite Guards. Lasst SU in Ruhe. Ihr doofen Pillager. Nix. Ja, was wollt ihr? Was willst du, hä? Mit deiner Armbrust. Okay, Bro, ist ja der gutes Movement hier. Hallo, hallo, hallo. Komm mal her hier, Kollege hier. Hey, renn doch nicht weg. So, zack, den ersten mal ausgeschaltet. Sehr gut. Wo sind die anderen? Da hinten kommt der nächste. Guck mal, Leute. Ich bring mich hier übelst in Gefahr, Alter. Das ist ein Magier, glaube ich sogar. Oh Gott, der hat einen Emerald dabei. Sehr gut, wichtig. Und ich denke mal, ihr seht jetzt, wie gut ich das meine. Da ist auch noch einer. Oh Gott, jetzt kommen hier einige Leute. Oh Gott, guck mal hier. Bro, das hätte SU niemals. Oh Gott, ich treffe heute aber auch gar nichts, Leute. Also mein Aim ist heute ganz, ganz schlecht. So, komm her hier. So, danke, Kollege. Ey, oh Gott, der eine hat sogar Schild schon geplaced hier. Das ist ein ganz krasser. Boah, vielleicht haben die einen Totem dabei. Das wäre nice. Okay, hat das Schild dabei. Überfall, ein Räuber fehlt noch. Und dann haben wir hier den Überfall abgeschlossen. Da unten ist er, Leute. Sogar hier eine Hexe. Holy moly. Zack. Und das war's. Boom. Das war's, Leute. Was hat die Hexe gedroppt hier? Oh, Spinnaugen. Hä? Nee, das war... Hä? Der hat gar nicht dazugehört. ETF. Hier, einer ist hier irgendwo noch übrig. Der ist hier irgendwo am rumcampen. Da oben ist er, Leute. Ich habe ihn gesichtet. Ist er das? Ich glaube, ja. Ich habe ihn gerade gesichtet. Den letzten Räuber werden wir auch noch ausschalten. Kann das sein, dass wir dann wieder diesen Boost kriegen? Held des Dorfes. Ja, das ist er. Das ist der letzte. So, komm her, Kollege. Komm her. Hä? Komm her. So, das war's, Leute. Hä? Der Überfall geht weiter? Nein. Es könnte sein, dass die jetzt nochmal Verstärkung holen. Aber auch die werde ich nochmal ausschalten. Das Ding ist halt, die werden, glaube ich, von Welle zu Welle immer stärker. Aber ist mir egal, Leute. Ich werde die schaffen. Ich werde die alle packen. Da oben. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Die kommen jetzt sogar mit so einem Supertier. Nein. Was ist das denn? Nein, das ist ein Nilpferd oder so. Ach, du grüne Neune. Die kommen jetzt sogar mit Tieren an. Guck mal, ich begebe mich hier in Gefahr, in Lebensgefahr. Aber ist... Oh, Gottes Willen. Seht... Oh, die haben Nashorn dabei. Okay, bleib stehen, Junge. Bleib stehen, Alter. Komm hier. Oh, Alter, wie krank sieht das denn aus? Ach, du grüne Neune. Die Pillager sind wirklich stärker als gedacht. Kommt her, kommt her, kommt her. Rennt nicht weg. Niemand kann sich gegen uns anlegen. Die gegen die Netherite Guards. Oh, Alter, wie viel Leben hat der, Leute? Ich habe Stärke 5 Bogen. Okay, Alter. Der hätte aber ordentlich Leben gehabt. Da ist auch noch einer. Komm her. Boah, Bro, der ist aber weit geflogen. Zwei Räuber sind noch übrig. Da oben sind die. Bleibt stehen, Junge. Bleibt stehen. Ich werde euch alle kriegen. Komm her. Bam, bam. Der nächste. Und
Den haben wir auch, kommt. Ja, Mann, den haben wir auch. Sehr gut, Leute. Überfall. Wir haben den Überfall. Oh mein Gott, wir haben Sieg, Leute. Wir haben Held des Dorfes bekommen. Let's go. Das ist diese OP-Sache, wo wir richtig günstig Verzauberung bekommen. Alter, ich hoffe, SU weiß es zu schätzen, dass wir sein Dorf beschützt haben. Leute, ich würde sagen, das war es heute mit der Aufnahme gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss.